Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Wir können jetzt endlich mit unseren Aufträgen durchstarten. Und ich muss gerade mal wieder irgendwo ins Bild klicken, damit ich meine Tasten benutzen kann. Okay, ich weiß gerade gar nicht, muss ich nach Schatzstadt? Ich bin gerade ein klein bisschen verwirrt. Gucken wir jetzt einfach mal unsere Jobliste durch. Rette Nidorina, das machen wir jetzt, oder ich habe mich wohl verirrt. Nein, wir machen zuerst Rette Nidorina. Das ist zwar ein Job, der, weniger hat, aber egal. Weniger ist mehr. Waren wir nicht hier schon? Ich muss gerade echt überlegen. Ich gucke einfach mal, was es hier so gibt. Ein Belebersamen, den nehme ich ja sowas von mit. Scheiße, ich habe unser Geld schon wieder gar nicht gelagert. Okay. Das bringen wir dann auch gleich mal ins Kangama-Lager. Kangama-Lager, oh mein Gott. Das ist auch schon wieder so ein Zungenbrecher, ganz im Ernst. So, ich bin schon wieder nicht wirklich bei der Sache, aber scheiß drauf. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich ablegen möchte. Okay. Dann gehen wir jetzt auch mal unseren Auftrag erledigen. Damit wir möglichst viele Aufträge in diesem Part schaffen. Ich bin voll bei der Sache heute. So, okay, dann lagern wir mal unser letztes Geld. Weil ich jetzt gerade alles für den Belebersamen rausgeworfen habe, aber egal. Und auf zum Auftrag! Yay! Mir fällt gerade auf, uns sind doch noch wirklich keine Pokémon in die Arme gelaufen, die uns beitreten wollten, ne? Also echt mal, wann kommt das endlich? Okay. Wen sollen wir jetzt retten? Dorina, ne? Ja. Stirb, du blödes Weberack. Und ich habe Level 12 erreicht. Wow. Nicht schlecht. So, auf zur Treppe. Wir machen das Ganze jetzt hier mal ein bisschen zackig. Damit wir auch möglichst weit kommen, ne? Boah, wie schnell wir diese Viecher jetzt hier schon platt kriegen. Das ist ja wohl echt Wahnsinn. Oh Gott, so viele Verzweigungen. Du kommst von irgendwo, das heißt, da muss doch irgendwas sein. Und Alex erreicht Level 12. Ich habe ihn ja nicht Alexander genannt hier, sondern ganz Standard Alex. So. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Wieder so ein doofes Weberack. Oh, wow. Jetzt habe ich echt Angst vor dir. Warte, ich konnte mich nicht bewegen? Ernsthaft? Ah, diese Dodris immer. Nee. Okay, anscheinend kann ich langsamer... Okay, jetzt kann ich wieder normal gehen. Das trifft sich gut. Und, oh, Dodo möchte ins Team aufgenommen werden. Nimmst du Dodo ins Team? Nehmen wir Dodo ins Team? Ach, warum nicht? Unser erstes Teammitglied. Wie nennen wir den jetzt? Wir nennen den jetzt... Weil es ja ein Mädchen ist. Oh Mann, ich bin so stumpf. Wir nennen sie jetzt Dodo Rina. Wie komme ich auf so einen Scheiß? Wahrscheinlich, weil wir gerade Nidorina retten sollen. Oder wir nennen sie Dordina. Oder... Ach, egal. Oh Gott, ich habe echt nichts zu tun. Irgendwie kann das sein. Dann lassen wir sie mal kämpfen. Boah, ich bin so fies. So. Dodorina wurde besiegt. Okay. Oh mein Gott, ich bin so gemein, oder? Aber das war jetzt gerade einfach spaßig. Ich habe sie einfach mal ins Feuer laufen lassen. Gemeinheitsspezialist. Wo laufe ich hin? Achso, da oben geht es tatsächlich weiter. Hätte ich nicht gedacht. Okay, ein paar Holzstöckchen. Was liegt da noch rum? Eine Pirsifbeere. Dann sollte ja die Treppe jetzt wohl im nächsten Raum sein, weil sonst gibt es hier auch nicht mehr viele Möglichkeiten, ne? Genau. Okay. Ich glaube, wir müssen in die Etage 7. Ach, ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Ganz im Ernst, ich will jetzt einfach nur meine Aufträge hier erledigen und ich beschleunige das Tempo mal wieder ein bisschen. Hui, okay. Da
Das Dodo verfolgt uns anscheinend die ganze Zeit, aber ist mir so egal. Oh mein Gott! Sarah kann sich langsam mal bewegen. Buhu. Das sieht bestimmt lustig aus. Ach komm. Okay, ich kann mich anscheinend wieder normal bewegen. So, okay, hat ja nicht lange angehalten. Och, Mano, ey. Komm her, Kleinstein. Lass es uns schnell zu Ende bringen. Damit ich mich nicht lange mit dir aufhalten muss. Oh, nö, ich mag keine Kleinsteine. So, weg mit dir. Wow, zum ersten Mal wollen irgendwelche Pokémon in unser Team beitreten. Oh mein Gott. Stirb, Macholo. So, okay, wo ist diese verdammte Treppe? Da. Oh Gott, ich hätte einfach nur hier hochgehen müssen. Oh, ich bin da wieder doof. Ja, ja, Köderorb. Nein, danke. Ich glaube, damit fängt man sich Pokémon noch extra ein mit dem Köderorb. Ach komm, lass es doch einfach. Scheiß doch auf dieses arme Viech. Wir sollen Nidorina retten. Ach komm, ich wollte vielleicht mal zwei Aufträge in einem Part schaffen. Ganz im Ernst. So, wieder ein bisschen... Oh Gott! Was ist denn hier für ein Komplott, hä? Wollt ihr alle etwa sterben? Dann setze ich für dich mal ruckzuckieb ein. Oh, schade. Fehlgeschlagen. Okay. Dann machen wir es eben doch auf die übliche Methode. So. Ich will das Ganze hier mal irgendwie ein bisschen beschleunigen, damit wir hier nicht den ganzen Tag rumhängen. So. Oh, cool. Ich habe schon ein Zielleben erreicht. Das heißt, wir sind endlich da. Gott, Kleinstein, kannst du nicht einfach sterben? Na, geht doch. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das war doch schon alles, was mein Herz begehrte. So. Und du bitte auch. Sehr schön. So, gefällt mir das natürlich mal wieder. So, wo ist denn jetzt Nidorina? Wenn ich mich beeile, könnten wir... Oh, tatsächlich, diesen Part noch. So, vielleicht noch einen Auftrag schaffen. So, das wollte ich sagen. Ah, vielen Dank. Ihr erhaltet eure Belohnung in der Gilde, wenn ihr zurück seid. Yay, Nidorina entflieht dem Dungeon. Ja, ich möchte auch gehen. Ja, ich möchte wirklich gehen. So, und wir haben mal wieder einen Auftrag erfolgreich gemeistert. Oh mein Gott, ein Schallerlos. Vielen Dank für die Rettung von Nidorina. Bitte akzeptiert diese 2000 Poké-Dollar als Belohnung, ja. Das Item Braungummi, aha. Wow. Team Feuerflitz. Feuerflitz! Oh mein Gott, sorry. Team Feuerblitz steigt von Normalrang auf Bronzerang. Yeah! Die Anzahl der Items, die im Lager aufbewahrt werden können, ist von 64 auf 96 gestiegen. Für Rangsteigerung hat das Team das Item Zitrobeere erhalten. Zitrobeere wurde gelagert. Wow, wir sind einen Rang gestiegen. So, jetzt wisst ihr, wofür die Erkunderrangpunkte gut sind. Also, wir steigen dadurch erstmal den Rang. Ich glaube, hinterher gibt es sogar Goldrang und so und Silberrang und diese ganzen Sachen. Und dadurch erweitern wir unseren Platz im Lager und können bessere Aufträge annehmen und so weiter. Werdet ihr schon alles sehen. Oh, die Story geht weiter. Es gab gerade erst Abendessen, aber ich könnte noch mehr vertragen. Bei so einer Pampe wird mein Magen nie voll werden. Na okay, die Gildenmitglieder sind jetzt alle im Bett. Gehen wir sie suchen. Was suchen? Was wohl? Die Vorratskammer der Gilde. Wenn wir die Vorräte gefunden haben, schlagen wir uns den Wanst voll. Wer sagt das heute noch so? Wir schlagen uns den Wanst voll. Das ist ja wohl eine sowas von veraltete Sprechweise. Egal. Die Idee gefällt mir, Boss. Okay, fangen wir an. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen. Okay. So. Na dann mal sehen, was es heute so gibt. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra!
Ah, ihr zwei. Eure Aufgabe für heute ist es, die Vorräte für die Speisekammer aufzufüllen. Speisekammer? Du meinst, wir sollen etwas zu essen besorgen? Richtig. Wir haben heute Morgen die Speisekammer kontrolliert. Aus irgendeinem mysteriösen Grund sind die Vorräte der Gilde plötzlich drastisch geschrumpft. Darüber hinaus ist der Vorrat an perfekten Äpfeln verschwunden. Sie sind als einziges Item überhaupt nicht mehr auf Lager. Perfekte Äpfel? Was ist das? Das sind sehr große und sehr schmackhafte Äpfel. Aber nicht nur das. Sie sind auch die Lieblingsspeise des Gildenmeisters. Wenn es keine perfekten Äpfel gäbe, würde der Gildenmeister... Der Gildenmeister würde... Arg. Was? Was würde mit Knuddeluft passieren, wenn es keine perfekten Äpfel gäbe? Der Gildenmeister würde... Ja, das würde passieren. Darum flehe ich euch an. Geht und holt perfekte Äpfel. Was hat er gesagt? Ich habe nichts gehört. Es wird mich verrückt machen, das nicht zu wissen. Na gut. Natürlich holen wir welche. Du kannst auf uns zählen. Gut. Ihr findet die perfekten Äpfel tief im Apfelwald. Doch Vorsicht. Es hört sich nach einem einfachen Auftrag an, aber dieser Job ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich geht es hier um das Gildenmeister... Arg. Also bitte versagt nicht. Okay. Geben wir wie immer unser Bestes, Sarah. Tja, warum könnte das wohl alles passiert sein? Wohohoho, sieht aus, als würden sie auf Futtersuche gehen. Weil wir uns letzte Nacht den Magen vollgeschlagen haben. Die undankbare Aufgabe verdanken sie uns. Tschahaha. Hehehe, los, machen wir Zoff. Durch und durch böse, diese Pokémon. Okay, schade, das heißt, wir können heute den Auftrag nicht erledigen, den ich jetzt noch in unserer Tasche habe, aber egal. Dafür werden wir perfekte Äpfel sammeln gehen. Ja. Ja, wir nehmen das alles mal mit. Wieso habe ich mehr Geld? Die haben uns doch nur 200 Dingens gegeben, oder nicht? Habt ihr gesehen, dieser Elevoltic-Typ war jetzt da. Obwohl, kann sein, dass der schon öfters da war und ich es nur wieder nicht bemerkt habe. Egal, okay, nichts Besonderes. Sinnelbeeren findet man in jeder Ecke. Sollte ich irgendwas Wichtiges mitnehmen? Nein. Okay, nein, brauchen wir nicht. Wir lagern dann wohl erstmal unser Geld. So. Okay. Und dann gehen wir jetzt einfach schon mal los. Auch wenn wir das jetzt in diesem Part nicht mehr schaffen werden, aber egal. Losgehen können wir schon mal. Wohin soll die Reise gehen? Zum Apfelwald. Oh, ich mag den Apfelwald irgendwie. Vor allem bin ich als Feuer-Pokémon total im Vorteil. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Hier muss es zum Apfelwald gehen. Laut Plaudergame müssen wir in den tiefsten Teil des Waldes. Dort sollen die perfekten Äpfel sein. Geben wir wie immer unser Bestes, Sarah. Klar, dass die wieder hinterherkommen. Wohoho, sie haben sich anscheinend auf den Weg gemacht. Hehe, gehen wir ihnen nach. Los. Nun gut, dann geht uns mal nach, ihr Spackos. So. Die haben echt anscheinend nichts Besseres zu tun, ne? Als uns zu verfolgen irgendwie. Und uns irgendwie Stress zu machen. Haben die nichts anderes zu tun irgendwie? Langeweile. Egal. Lockduft. Achso, ein Myrapla. Oh, das wirst du bereuen. Das wirst du sehr bereuen. Bam. Oh ja, ich liebe das hier. Weil ich hier als Feuer-Pokémon so gut alle platt machen kann. Das gefällt mir so sehr hieran. Ich sollte vielleicht doch mal langsam wieder ein paar Sachen verkaufen oder so. Oder vielleicht mal im Pandi-Café vorbeischauen. Und diesen komischen Wiederverwertungsladen da mal austesten. Oh, ein Smetbo. So einen will ich bei uns im Team haben. Ich mag Smetbos voll. So, erste Treppe. In was für eine Etage sollten wir nochmal jetzt kommen, um die perfekten Äpfel zu besorgen? Ach, keine Ahnung. Hab jetzt gerade nicht genau aufgepasst. Ups. Oh ja, gegen Smetbos kämpfe ich gerne, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendeins unserem Team beitreten möchte. So, okay. Ein Knospi, oh wie süß. Nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Und noch ein Knospi. Okay, das heißt,
Boah, das war ja echt jetzt. Alter. Eine Simmelbeere, ein Plagiat-Item. Item. Oh mein Gott. Egal. Spezialband. Tritt auf Apfel, ja. Dass es hier Äpfel gibt, das, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, wir sind ja hier im Apfelwald und so, ne? Ich sehe gerade auch, unsere Aufnahmezeit ist schon wieder, vorbei. Ich glaube, das tausche ich gleich mal durch das Plagiat-Item. Nun gut, Leute. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann erst im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid auch bis dahin wieder meine treuen Zuschauer und, verfolgt dieses Let's Play weiterhin. Naja, okay. Wir sehen uns dann. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.